der letzten Episode. Oh, hallo, guten Tag. Da geht er wieder. Weil das Problem ist halt, also Problem dann für. Guck mal, wer da wieder hochgeht. Hm. Idiot. Was ist denn das hier? Müssen wir mal abhauen. Warum sehen wir eigentlich die ganze Zeit immer nur das Hinterteil von den Bären? Das kann doch nicht sein. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 267. Ja, in der letzten Folge haben wir das Faithful Cartographer. Gut, wenn man das nicht aussprechen kann. Abzeichen bekommen. Wir sind aber erst bei 419 Tagen, wie man sieht. Dies ist die Schlucht. Wir haben noch in der letzten Folge für den Jungen gestern einen ganzen Schwung an Blei hier runtergebracht. Ich glaube, ein Wurzelvernichter. Gott. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch rauf. Wir lassen die Stöcke zusätzlich noch hier, weil wir die jetzt einfach nicht mehr brauchen. Wären wir noch leichter. Und dafür nehmen wir das mit. Ja, also da drüben bei dem Hasen irgendwo müsste das ganze Zeug liegen. Ich hab's da, ah ja, guck mal, wo es da auftaucht. Das ist aber schon wunderschön. 10 Meter vor einem. Ja, inzwischen ist es wieder ein schön sonniger Tag. Hat man am letzten Tag auch, als wir gerissen sind. Als wir reisten. Dann hoffe ich darauf wieder, dass wir da heute rauskommen aus dem Gebietchen. So viel ist es ja nicht. Die Karte ist auch okay. Ja, ich weiß nicht, warum wir das Faithful Cartographer schon bekommen haben. Wahrscheinlich zählt das Stumpflustal nicht dazu. Das Lustige ist aber, das trostlose Marschland, dem fehlt ja auch noch was. Also es ist ja nicht nur das Stumpflustal, wo Dinge fehlen. Hier fehlen ja noch die zwei Übergänge, und zwar die... Achso. Ja. Zum Höhlensystem, das ist Richtung Bleak Inlet, und zum zum Rätselsee ist das. So, das ist ja dann einfach. Da muss man ja einfach nur reinkommen und mal links rum. Gut, das heißt, das wird heute eine Überführungsfolge. Wir überführen den Jungen in eine andere Region. Okay. Tja, ja, da müssen wir rauf. Das... Schaffst du das in einem Rutsch? Ja, also wir werden wahrscheinlich heute auch nur bis zum Lagerbüro kommen. Ich denke, weiter werden wir da nicht kommen, weil das Auge wird gut matschig werden, wenn wir da oben sind. Ich meine, wir sind Gott sei Dank nicht sehr schwer. Vielleicht kommt der Junge relativ gut durch. Wir müssen trotzdem eine Pause machen. Nur kurz. Minus 3 Grad ist das auch gar kein Problem. Ja, guck mal, da hat er schon wieder 5 Stunden, wenn er oben ist. Und die er da wieder pennen kann. Uff. Ja, das dürfte nochmal so ein Schwung sein. Das heißt, durch Bleak Inlet wird man da auch zweimal laufen, mindestens. Das heißt natürlich auch entsprechendes Seil raufen runter. Okay, jetzt heißt es natürlich, unsere Grafik wieder aufnehmen. Und das, was der Junge noch hat. Ja, und da ich mir wahrscheinlich nicht merken kann, dass die Hülsen da in dem Jungen liegen, muss ich sie leider in den Haufen werfen, da oben. Gott. Ja, das ist echt viel Stuff, alter Schwede. Halt, war schon richtig. 7 Gewehr, 24 Revolver. Jetzt habe ich natürlich das Gewehr nicht dabei fürs Stumpflusstal. Na gut. Wir werden auch mit dem Pfeilerbogen zurechtkommen. Das müssen wir ja mit der Madame auch. Also von daher, das ist ja alles wenig dramatisch. Der Hirsch ist weg, okay. Von daher alles easy. Ja, eigene Marker. Also wirklich eigene Marker. Nicht nur mit der Sprühflasche zu setzen, sondern wirklich zu sagen, okay. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie bei Google Earth. Wer das Programm kennt, wird da wissen, wovon ich rede. Da hast du ja auch die Welt. Als Satellitenbild.
Du kannst an jeder beliebigen Position einen Marker setzen mit Text, mit Titel und Beschreibung. Und das halt weltweit in unbegrenzter Zahl. Also die haben ja Gott sei Dank, wir hatten ja früher die Standardversion und dann halt eine, ja, da kommst du nicht weiter ran, okay. Die Standardversion und dann halt die Professional-Version. Die hat, glaube ich, $200 gekostet oder sowas. $199. Irgendwann hat Google das dann für alle freigegeben. Also das heißt, auch normale Benutzer können da die Professional-Version festhalten. Das heißt, in der Professional-Version konntest du dann zum Beispiel so Kamerafahrten und solche Geschichten halt machen. Ich kannte das halt früher von der Tour de France. Da haben sie das öfter mal gemacht, dass sie dann halt so Kamerafahrten simuliert haben. Zum Beispiel zu einem bestimmten Ort, zu einem Ziel, die Strecke entlang und so. Das war mir sehr faszinierend. Das haben sie wahrscheinlich mit Google Earth gemacht damals. Das ist inzwischen für alle frei. Ich finde das ein sehr interessantes Tool. Weil ich ja... Ja, okay, vergiss es. Das ist einfach so, wie es ist. Ja, ich plane gerne meine Urlaube. Weil wenn du da jetzt hinfährst und sagst, was können wir uns da eigentlich angucken, ist ja auch ein bisschen blöd. So, oder ich mir in dem Fall. Ich allein hinfahre. Und dann kann man ja gucken, okay, man sucht sich erstmal nur Orte raus, wo man gerne hin möchte. Und schmeißt die dann, nämlich jetzt die Stöcke, alle erstmal auf die Karte. Und dann guckst du das an, versuchst dann, sozusagen von mit der Draufsicht die beste, optimale Route festzustellen, wie man da halt vielleicht fahren kann, wo man dann vielleicht die Übernachtung braucht. Ich plane ja meistens sogar bis ins Detail. Ja, wenn schon bekloppt, dann richtig. Auch wo ich zum Beispiel tanken kann. Ich suche mir dann Tankstellen raus. Ist ja mit Google Street View und so, ist das echt der Hammer, was man heutzutage für Funktionen hat. Ich bin richtig begeistert. Das konntest du früher gar nicht. Früher bist du einfach hingefahren, hast halt geguckt, wie funktioniert das heutzutage. Kannst du da genau planen. Kannst dann gucken, okay. Wenn alles gut läuft, und ich rechne mal sehr mit sehr defensiven Zeiten, bin ich um die und die Uhrzeit dort. Und wie sieht es dann aus mit Bezahlen? Hat die dann zum Beispiel, wenn ich sage, ich kaufe da an der Stelle noch ein, in dem Supermarkt, gucke ich halt, wie sind die Öffnungszeiten? Hat er dann überhaupt noch offen? So kann man sich dann halt seine Route planen, sozusagen. Das ist schon faszinierend. Und so wünsche ich mir das halt hier ein bisschen auch. Nicht so extrem natürlich. Aber vom Prinzip, dass du dir halt auf der Karte, wenn du die Karte aufmachst und du hast ja dann auch, ich denke auch bei der Konsole hast du ja so einen Zeiger, dass du sagen kannst, okay, hier klick, hier hin und dann schreibst du hin, hier liegen 5 Kohlen zum Beispiel oder so. Oder zum Beispiel, was ja nicht eingezeichnet wird, sind ja die Birkenrinden. Dass du sagst, hier Birkenrinden. Mit Custom-Symbolen. Hm? Ja, das ist natürlich alles sehr aufwendig, das ist schon klar. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht so notwendig, dass sie da rein die Energie stecken. Das ist ja immer eine Prioritätsfrage, wie immer halt. Man kann nicht alles umsetzen. Und am Ende des Tages muss das natürlich auch irgendjemand bezahlen. Ist ja kein Hobbyprojekt. Ja, ich finde auf jeden Fall die Strategie, die Hinterland fährt, schon interessant. Wie sie das umsetzt. Das ist extrem selten, dass sowas passiert. Dass sozusagen du das Spiel kaufst. Und das ist es. Und damit kriegst du dann alle zukünftigen Updates. Das ist heute nicht mehr so gewöhnlich. Heutzutage versucht sowieso die meisten Spiele mehr als Service zu machen. Ja, der Übergang ist auch drauf. Sehr schön. Das heißt, du hast dann irgendwie deinen Season Pass. Ah ja. Hier ist einiges drauf, alter Schwede.
Ja, alle ins Höhle und so weiter. Wir müssen mal gucken. Gehen wir vielleicht an den Entgleis? Wir gehen wahrscheinlich einfach vorher einfach den Gleis und fertig aus. Ja, futtertechnisch. Das müsste man aber eigentlich schaffen. Achso, ja. Hm. Ich weiß ja gar nicht, wie es hier wolfstechnisch aussieht. Aha. Ich dachte, ich hätte gerade Kaninchen gehört. Aber die gibt es hier oben, glaube ich, gar nicht. Das? Ist das ein Felsen? Ja. Keine Leiche. Okay, der Elch kann für ihn anscheinend hier nicht sein. Was auch okay ist. Ich will jetzt mich nicht mit einem Elch auseinandersetzen. Nicht gezwungenermaßen. Sagt dein Auge, sagt der Tag. Ja, das alles ist noch nicht sehr harmonisch. Die Seilkletterei steckt mir ein bisschen in den Knochen. Ach, guck mal, was ich hier gerade sehe. Das kann man ja mal mitnehmen. Hast du es jetzt auch mitgenommen? Na gut. Weniger Arbeit für die rote Kiste. Drüben ist noch mehr. Beim Interloper ist man da eher drauf angewiesen. Da haben wir dann schon alles abgesucht. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht von deinem Modus rede. Oh, meine Güte. Beim Jungen ist das halt nicht so von hohem Interesse. Außer man hat Hunger. Dann kaut man da gerne drauf rum. Ja, 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 schon. Der Bogen. Ja, der Bogen, genau. Wenn du nicht Millisekunden genau arbeitest, dann der Bogen. Tja, da oben sind halt Leichen und damit potenzielle Federn. Ja, ich habe mir die Patch Notes jetzt nicht so hundertprozentig durchgelesen, was sie da noch angepasst haben, aber ich glaube, es waren hauptsächlich so ein paar Bugfixes, weil jetzt nicht so viel es gab. Auch schon ein Patch zu dem Halloween-Event. Unter anderem, was sie gefixt hatten, war... Da ist noch ein Hirsch. Und da unten ist natürlich auch noch ein Wolf. Hirsche, Hirsche, Hirsche. Haben wir die nicht hier? Doch, haben wir. Eisenbahnladeplatz. Gott, alles klar. Zerstörter Turm ist auch noch der Hirsch. Ja, den kümmert man sich auch relativ selten. Weil wohin mit den Därmen? Da müsste es dann zu der Hütte beim namenlosen Teich gehen. Dann funktioniert das schon. Er hat keine, okay. Keine Federn. Guckt euch mal den Tag an, das ist ja unglaublich. Ein Ruhiger? Ja, der Nebel sieht allerdings aus, als würde er bald kommen. Das interessiert uns hier zum Glück gar nicht. Aber da schon Zeitungen. Sonst nichts. Ja, auf der, dass die Karte halt zentriert wird auf den Spieler. Das war ja ein bisschen schwierig. Also ich sag mal, für uns war das jetzt kein Problem, weil wir kennen die Karte eigentlich relativ gut. Und bekommen dann doch ganz gut zurecht damit. Wissen am meisten. Also Ort der Trostlosigkeit denke ich mal manches Mal, ich bin auf der anderen Seite. Das ist also das Einzige, aber sonst komme ich da schon ganz gut zurecht. Dann ist das nicht so das Problem. Gut, Junge, dann müssen wir mal gucken, wie das Wetter am nächsten Tag ist. Ob das dann auch so gnädig ist. Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 3 Tage in Folge Sonnenschein ist. Naja, der Wolf. Der geht gerne mal so.
Libellen können so fliegen, ja. Ja, jetzt haben sie die Töne wieder leiser gemacht. Und zwei Wölfe, ist ja der Hammer. Drei Wölfe. Echt so viele Wölfe hier. Kommen wir denn hier rauf? Das habe ich ja jetzt nicht erwartet, dass hier so viele Wölfe sind. Also zwei Wölfe trifft man hier schon, ja. Das riecht wieder nach gebrochenen Knochen da oben. Aber wir kommen hoch, Gott. Okay, dann müssen wir halt anders laufen. Ich will gerade noch mal schauen. Wir hatten mal eine Zeit lang... Ne, den haben wir geholt, oder? Den Schössling aus dem Hütte bei namenlosen Teich. Oh, echt so viel. Kampfstief. Echt? Ja, das Aufräumen der Karten, das wäre auch mal noch so ein Ziel, was man hätte. Dass man da diese ganze Trocknungsmaterialgeschichte mal ein bisschen sammelt halt. Na, Junge. Okay, vergiss es. Er will nicht auf den Fels. Nein, ich gehe da nicht hoch. Vergiss es. Die Bergziege in Anführungsstrichen hier. Oh, guck mal. Okay, für dich gehe ich hier hoch. Wir wollten doch nur hier hoch. Na, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir da hier queren. Wir müssen nämlich, wir sollten da oben auf diese Ebene. Das heißt, wir müssen irgendwie hier oben entlang. Kommst du noch ein Stückchen höher? Wie ist denn das? Gut. Ah, hey, guck mal. Easy, die Wölfe umgangen. Man muss ja nicht immer sich ein Gefecht liefern, das ist ja wirklich nicht notwendig. Ich hätte halt gern die Federn da unten mitgenommen. Aber gut. Dann nehmen wir die mit. Die eine. Da drüben ist auch ein Wolf. Das ist wirklich sehr, sehr hell. Kennt ihr das eigentlich, wenn da, wenn ihr irgendwelche Filme guckt, die im Dunkeln spielen? Und, was weiß ich, irgendwie bei Nacht oder so. Und in irgendwelchen dunklen Räumlichkeiten, wo dann mit Taschenlampen rumgeleuchtet wird, die... Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber die Regisseure haben anscheinend oftmals die Verpflichtung, dass die Schauspieler dann mit den Taschenlampen immer auch mal in die Kamera leuchten, sozusagen den Zuschauer anleuchten. Das finde ich immer total eklig. Das Lustige ist, der Fernseher, so ein Fernseher ist ja eigentlich gar nicht so extrem hell, dass du da halt wirklich, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt am Tag bei Schnee, wenn es jetzt wirklich Tag ist und du bist draußen im Schnee, dann brauchst du ja wirklich eine Sonnenbrille, sonst machst du dir die Augen kaputt. Also die Netzhaut kriegt dann halt so eine Art Sonnenbrand. Und du hast dann immer so das Gefühl, das brennt in den Augen, obwohl es eigentlich gar nicht so hell ist. Naja, da hast du aber recht.
Müssen wir trotzdem mal gucken, wie wir uns noch da den Tag noch um die Ohren bringen, weil es ist kurz nach Mittag erst. Dafür bist du schon ziemlich matschig. Gucken, was wir da noch machen. Haben wir schon durchsucht. Na, guck mal. Junge. This pack is getting kinda heavy. Oh, das ist viel zu schwer, hab ich des Wahnsinns. Oh, das war lecker. Naja, lecker eigentlich nicht so wirklich. Dass du das überhaupt essen kannst. Das ist schon ein bisschen merkwürdig bei dir. So, ich will gerade mal schauen, wo kommt denn der Wind her? Da drüben, weil dann könnte man nämlich hier mal ein Feuerchen starten. Genau. Mit der Lupe natürlich. Wir haben auch einen Zunder dabei. Sehr schön. Aber da machen wir ein bisschen Wasser. Kümmern wir uns einfach darum. Ach, Junge. Nee, nee, kein Kohl. Stöcke reichen erstmal und erstmal nicht so viele. Ich weiß, dass es nach Spielerzeit geht und nicht nach Feuerzeit. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann mal fixen. Normalerweise, wenn wir das jetzt machen würden, als Spieler direkt daneben, würde das locker reichen. Wir gehen jetzt aber mal rein. Ich denke, es wird knapper, als es dann eigentlich notwendig ist. Ah, noch mehr Holzkohle. Gut. Echt Hasenschlingen? Haben wir hier mit Hasenschlingen gearbeitet? Ist mir irgendwie neu. Ach, guck mal. Oh, wie schöner Teppich. Oh ja. Ja gut, man kann ja zum Beispiel, habe ich ja heute gesehen, Bauhaus-Prospekt. Man kann sich ja tatsächlich Kuhfell holen. Für, als Teppich halt sozusagen. Ja, war das April oder Xadas? Ich weiß es leider nicht mehr. Hat er gezeigt, dass wir mit einer roten Kiste... was war das? Auch irgendwas basteln kann. Ich glaube das nicht. Aber waren das nicht Pfeile oder so? Ja, genau. Weil das sinkt die Zeit auf 45 Minuten. Das ist echt krass. Wie ist das mit der blauen? Pfeil? Rote Kiste 45, 1,12. Ja, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Dass man da auch dafür die Werkzeugkisten... Ich dachte immer nur, die Werkzeugkisten ist einfach hier... Damit du dein Werkzeug halt in Schutz... Hallo? Was ist das für Aktion, Junge? Du hast sie nicht richtig genommen. Bist halt wieder abgerutscht. Hallo? Die stand da. Nee, stand sie nicht. Die stand hier. Gewehrmunition, okay. Rote Fackeln. Noch mehr Sprühdosen. Revolvermunition sehe ich jetzt tatsächlich hier nicht. Okay. Stimmt, wir wollten uns noch ein paar Tees basteln. Wir könnten auch die mal zusammen basteln. Und dann hier einlagern, dann verbrauchen die weniger Platz. Die Tees müsste man noch kochen. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Okay. Dann lass uns erstmal wieder rausgehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Inzwischen hat der Wind auch nachgelassen. 39. 14. Ja, guck mal, wie stark das Feuer abgenommen hat. Das reicht jetzt tatsächlich nicht mehr. 12, 37. Es müsste bei 25 rauskommen. Kommt aber bei 28 raus. Ja, das reicht so nicht. Dann machst du einfach hier ein paar Stöcke drauf. Wir wollen ja sowieso Tee kochen. Halt! Hast du gerade das gammelige Wasser genommen? Nee, hast du nicht. Ach so, das ist... Ach so. Ja, aber jetzt... Es steht jetzt auch da, dass es warm ist halt. Nicht mehr kalt. Früher stand immer kalt da, als wenn wir jetzt kochen, dann steht hier gegart. Deswegen bin ich mit diesem Orange verwirrt, dass das noch nicht fertig war. Aber das ist einfach noch der Bug gewesen, an dem man sich erstaunlich schnell gewöhnt. Ja, der Junge hat es irgendwie nicht mehr mit dem Feuer. Irgendwie nicht. Nee, du kochst hier nochmal den Tee. Und, was machen wir denn hier? Wir haben sonst nichts. Wie ist denn das mit dem Birkenrindentee? Da könntest du nochmal einkochen, genau. Kochst du noch einen Birkenrindentee? Genau, mehr machen wir nicht. Das reicht.
Okay, jetzt haben wir natürlich tonnenweise Tees, das ist mir schon klar. Und wir werden die wahrscheinlich nie trinken. Ich werde ein paar hier lassen. Ein paar lassen wir noch hier. Okay, gehen wir auf Medizin. Zubereitete Birkenrinde. 30 Minuten. Ja, anscheinend haben wir Wölfe auf den Gleisen Richtung trostloses Marschland. Das heißt, wenn wir dorthin watscheln, um die zwei Dinge noch einzuzeichnen, werden wir wahrscheinlich einen Bogen laufen müssen. Wie immer halt. Aber so ist es halt. Wieso, was kannst du da? Ach, die Stöcke, ach so. Okay. Hätten wir das gebastelt. Ja, für den Dark Walker gab es ja lustigerweise, konnte man ja keines der Abzeichen verwenden. Das war ja sozusagen für alle gleich. Also das liegt dann hier drunter. Okay. 6 rein. 2 rein, genau. Ja, die Luck-Pauling-Tees. Ja, okay, gut. Kann man mal als Wasserquelle verwenden, im letzten Endes. Und die Schmerztabletten gehen ja auch gut runter. 16%, echt. Dann machen wir das vielleicht so rum. Achso, das gibt es natürlich nicht hier. Haben wir hier echt keine Gewehrmunition mehr? Revolvermunition, meine ich natürlich. Nee, tatsächlich nur Gewehr. Gut, man könnte sich natürlich eines der Gewehre nehmen und mitnehmen. Was gewichtstechnisch momentan ein bisschen schwierig ist. Oh, wie viele Dosen wir haben. 66% Feuerstahl. Wasser haben wir auch noch ein bisschen was. Gut. Ach du Schande, noch mehr Holz. Uff. Das Öl, ja, die müssten eigentlich mal runtergeschafft werden. Oh, Futter. Alles was rot ist, kommt jetzt mit. Halt, warte mal. Wir können dafür hier 12, ja, was auch immer, einlagern. Echt so schnell bist du, ist ja der Hammer. Warte mal, haben wir die Leiche hier? Nee. Ach, guck mal, was hier noch steht. Spawnen die Dinge nach oder ist das normal? Das Ding ist, glaube ich, auch nachgespawnt. Ach, das ist auch durchsucht. Ach, noch mehr Stöcke, um Gottes Willen. Habe ich hier irgendwo noch ein bisschen Platz oder wie ist das hier? Das ist eigentlich nicht so die Schublade, die ich wirklich will. Oh, geil. Oje, oje. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, Junge. Wenn das alles schon so kaputt ist. Oh, die Dinger müssen wir mal reparieren. Oh ja, da haben wir ja richtig was zu tun. Na ja, dann bleibt man wahrscheinlich sogar noch einen Tag hier. Ja, muss die immer mal wieder abstellen, weil sonst stellst du der Junge wieder ganz rauf. Echt, kannst du die inzwischen ein bisschen näher stellen? Gott. Okay. Dann stiefeln wir nochmal raus. Ja. Ah ja, zwischenschneit. Weil dann verbringen wir einfach noch ein bisschen Zeit draußen. Das Zeug kann auch weg. Der Junge ist völlig im Eimer. Mal schön ein Blizzard. Aber es war kein Problem. Das kann weg. Ah ja, jetzt sinkt die Temperatur. Was macht euch deine Handschuhe, Junge? Immer noch nass. Gut, dann geh von mir aus hoch. Wird sowieso bald dunkel. Ja, anscheinend haben sie diese Speicherei jetzt in den Hintergrund gelegt. Sozusagen nicht mehr, dass du da als Spieler warten musst. Und dafür ruckelt das halt später nochmal. Hier ist es jetzt nur so eine Mikrosekunde, die es ruckelt, aber man sieht das schon. Gott, das muss repariert werden. Was haben wir denn sonst noch? Ne, das ist mir zu weit runter. Ja, wir müssen mal zu den Anglerhütten runter und auch die Kanister mal runterbringen. Ja,
Ja, wir gucken aber trotzdem, dass wir noch ein bisschen was reparieren. Da können wir die sogar anziehen. Krass. Müssen wir den reparieren? Eigentlich müssen wir den nicht reparieren. Höchstens auf 3 Stoffen, Gottes Willen. Nee, komm, wir zerlegen den. Das ist zu teuer. Wenn wir keine Expeditionsparke hatten, wäre das super für unten drunter, aber da wir einen haben, machen wir das natürlich nicht. Okay, einmal Leder dran. Kriegst du es heute noch hin oder ist das dann zu spät? Das müsste eigentlich reichen. Gut. Socken dauern nicht relativ lang, wie man kennt. Es könnte sein, dass das heute nicht mehr klappt, aber vielleicht doch. Okay, zumindest das hat geklappt. Ja, dann können wir bald ein bisschen Kleidung austauschen, Junge. Das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt wird erstmal gepennt. Tage haben wir jetzt voll. Gut. Ja, ist gleich ein ganzes Stück schneller. Warte mal, wir haben noch zu reparieren. Nochmal Socken. Okay. Dann machen wir das so. Die beiden, die wir anhaben, fliegen hier rein. Die, die wir anhaben, sind fast genauso gut. Dann könnt ihr auch erstmal hier bleiben. Das Ding fliegt rein, genau. Okay. So. Genau, das reparieren. Wir müssen erstmal essen und trinken. Naja, so ein Wetterchen. Ich hab's mir fast. Tja, der Fisch. Der ist sehr schwer. Das sind halt die Knochen. Hahaha. 12 Kalorien, ich glaub's nicht. Meine Güte. Okay, ob das jetzt wieder ein Blizzard gibt? Der war, ging relativ lang tatsächlich. Dann reparieren wir jetzt noch die anderen Socken. Die hier. Einfach nur, dass wir sie repariert haben. Bringt ja auch ein bisschen was für den Skill. Wie schon gesagt, irgendwann müssen wir wahrscheinlich sowieso als Reparaturmeister oder Experte in dem Fall durch die Gegend ziehen, um Meister zu werden. Ja. So macht man das. 27 und 10 Grad. Gut, Kleidung sieht jetzt relativ gut aus. Was ist unser schlechtestes Stück? Die Hosengeschichte, okay. Gut, wir machen jetzt als erstes erstmal den Gang runter zu dem, zu dieser einen Anglerhütte, damit wir die Ölkanister und das runtere Angelset, das Angelzeug, mal rauslegen. Kannst du eigentlich noch rennen? Du könntest sogar rennen. Wie schwer sind wir denn? 46 Kilo. Ja, wenn wir das rausgelegt haben, sind wir eine ganze Ecke leicht. Das könnte übrigens sein, dass wir die rechte von den beiden Hütten ansteuern müssen. Wie auch wegen der Wölfe. Auch und insbesondere wegen der Wölfe. Wenn ich zweimal die 2 drücke, Junge, dann hätte ich, dass du gerne den Bogen ziehst. Echt nur ein Wolf hier? Okay. Das glaube ich fast nicht. Ja, ich nehme an, dass es die Hütte mit der Tür ist, die wir ansteuern müssen. Das Lustige ist, im Interloper ist es genau dieselbe Hütte, die auch eine Tür hat. Ist immer eine von den 4 Hütten hat eine Tür. Tja. Tja, Junge. Das könnten wir sein. Halt, was ist da drin? Federn.
Da wir sowieso wieder... Naja. Wenn wir zum Lagerbüro zurückgehen, können wir sie jetzt mal mitnehmen. Okay. Nichts da drin. Alles klar. So. Können wir hier noch was einlagern? Nochmal ein paar Stöcke. Genau, hier kommt noch das Angelzeug rein. Jetzt ist hier tatsächlich ein 25%. Da könnte man eigentlich noch 2-3 Mal damit reparieren, lustigerweise. Eigentlich schon. Dann nehme ich das lieber nochmal mit. So, wo sind die Ölkanister? Hier sind die Ölkanister. Ich stelle die aber mal raus. Damit wir die... Ja, komm, nimm mal den Bogen weg. Achso, man kann das ja Gott sei Dank inzwischen drehen. So. Und zwar, ich versuche mir das anzugewöhnen, wenn die noch nicht voll sind, dann stehen die hier vorne. Wenn die voll sind, stellen wir sie auf die andere Seite. Gut. Alles klar. Mindestabstand, sonst geht die Hand nicht dazwischen. Weil die haben ja nicht oben dran den Griff, wie man sieht. Gut. Okay. Ich glaube, sonst müssen wir eigentlich nicht mehr hier hin. Legen. Na gut, ein paar Kaffees. Man könnte ja sagen, hier 3 Kaffees und was weiß ich, ein Tee. Warum nicht? Hä? Hm. Sehr, sehr schräg. Ich will gerade mal schauen, wenn ich hier gucke, nicht hier lang Gefahr durchsucht. Feuermaterial, Erste Hilfe, Essen und Trinken, Material. Nicht hier lang, okay, gibt nichts für Fische, schade. Kannst du wieder weglegen. Gut, in der nächsten Folge, wir gehen zurück und wir werden mal gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Es scheint sich beruhigt zu haben. Dann würde ich gerne ins trostlose Marschland die 2 Dinge dort fertig kartieren, die wir noch müssen, nämlich den Übergang in Rätselsee und ins Bleak Inlet. Und dann hätte man die fertig und dann wäre als nächstes Stumpflusstal dran, um das auch noch sauber zu zeichnen und vollständig zu zeichnen. Ja, da fehlen uns ja auch noch ein paar Pünktchen, ein paar Orte. Und das wäre dann die Kartiergeschichte. Dann wären noch die 500 Tage und Skill Level 5. Haben wir uns tatsächlich ein Stückchen nach oben geschoben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, das wird auch noch sehr interessant. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.